Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dr. Boots Adventure Games. Ich bin's wieder, Lot 1986, mit einer kleinen Entschuldigung erstmal, dass jetzt ein paar Tage lang nichts kam, aber ich bin gerade so ein bisschen im Aufnahmestress, weil ich am Wochenende, also vom Freitag bis dem Montag, nicht da bin. Und ich noch ein bisschen was vorzubereiten habe, damit ihr natürlich auch noch Videos dafür habt. Oh, another lesson. I'd better try and close it. Na dann, versuchen wir das doch mal. Doctor, what's wrong with him? He looks catatonic. No doubt a result of encountering the lesion. What, you mean the lesion did this to him? No, his brain did this to him. This is a London town crier in 1605. His brain has no point of reference for something like this. He's never seen a temporal portal before, so when his brain can't cope, it closes down. Ja, schon komisch ist aber so. Lesion is looking very unstable. I need to close it. Dann befreien wir doch den Arm. This lesion is open to the corrosive cloud of habit world. Better close it before they leach through and dissolve all the organic matter in lung. Ja. So. Close the lesion. Ah. Grüne Neune. Ja. Boah, boah, abgeschlossen. So ist das doch gleich geschehen. Sir, I must thank you. This strange wonder has me bewitched. It is like some gateway to another realm. Tell me what you know about these gateways. Little enough. I went looking for the truth behind the wild stories that young Charlie told me. And then, before I know what, a great many of these gateways appeared about the streets, and it worries me greatly. Charlie? Who's Charlie? A young orphan who came to me with stories of traveling through these strange gateways to the house of the Green Lady. So what about this Green Lady? Who is she? I haven't seen her myself. But everyone talks of an apparition of a well-to-do lady, beautiful to look at, who wanders the streets after dark. She is dressed in green, and some say her eyes glow like emeralds lit with cold fire. Others say she appears and disappears before your eyes. Kommt uns bekannt vor. You said there were more of these gateways. Where are they? There are two others I know of. I can take you to them if you wish. Okay, Amy, I'm going to go with this Sterling fellow and see if I can deal with the other lesions round here before they tear London apart. And what about me? See if you can find out more about this Charlie chappy. Chat to people, get the goss. You're good at that. Also neue Aufgabe, mit den Leuten weiterhin reden und Charlie finden. Und das nachts, 16:05 in London. Wo ich sowieso gehört habe, dass man nachts nicht draußen unterwegs sein sollte in London. 16:05. Hallo, na? Oder nicht? I'm looking for Charlie. Have you seen him? You stay away from me. I ain't talking to no strangers. You might give me the plague. Ja. Ja. Amy sieht auch so aus, als würde sie die Plage verteilen. Mhm. Good evening, miss. I am Alice Flowers, purveyor of fine herbal remedies. Hello, Alice. My name's Amy. I don't suppose you've noticed anything out of the ordinary going on, have you? Always, my dear. There's never a dull moment in London town. I'm looking for Charlie. Have you seen him? Indeed I have, miss. I saw him only last night, white as a sheet and soaked to the skin. Looked like he'd been scared off to death. Young Barnaby is a close friend. He may know of his whereabouts. Okay, und wo finde ich Barnaby? Tell me about Barnaby. Another urchin, but a much sadder story than Charlie's. Plague took away his family, they say, and left him with a terror of the pestilence. You'll find him wandering these streets, but don't expect much sense from him. Okay. Er wandert also hier irgendwo rum. Du wanderst. Du bist es. Bist du's? Hello. What's going on around here? Nothing much, miss.
Just the usual robberies, murders, and pestilence. Another fine day in London town. Alles klar. I'm looking for Charlie. Have you seen him? You may want to talk to Barnaby. They're best friends. Yeah, wo finden Where would I find Barnaby? Probably loitering around here somewhere. The lazy young swine. Ihr redet immer so nett alle voneinander. Das ist ja... Das geht ja echt in Mark und Bein über. Ah. London scheint ein bisschen größer zu sein als gedacht. Ach nein, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, hier kamen wir nämlich her. Alles klar, ich habe den Rückweg schon mal gefunden. Direkt mal merken. Oder alle Wege führen nach Rom. Man weiß es nicht genau. Ich suche Barnaby. Barnabel Stinson. 1605. Es gibt in jeder Epoche einen Barnaby. Ein Barnaby. Du siehst nicht aus wie ein Barnaby. Nein, du kannst das auch nicht sein. Du bist viel zu weiblich dafür. Ja, würde ich mal so spontan behaupten. Das sieht eher weiblich aus, deswegen. Nein, nein. Da! Da! Du da! Hey! Du da hinten! Bleib stehen! Oh, da, 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 da! Chamberpot. Ja, das hatten wir ja schon mal. Barnaby! Barnaby! Blablabla. Bist du's? I'm looking for Charlie. Have you seen him? I've seen him with that cup purse, Barnaby. Probably up to no good. Dann bist du Barnaby. I told you, miss, I ain't talking to no strangers what might have the plague. He probably knows something useful and just need to overcome his fear of the plague. Wie kann ich ihn jetzt überzeugen davon, dass ich nicht die Plage habe? Ha, mit Lavender, genau. Nein, unlogisch. Ich hab die Plage nicht. Die Pest, meine ich. Wie komme ich jetzt auf Plage? Ja, von Placke. Ich hab kein Plack. So, what's the gossip on the streets? Please, I'm in a rush. I'd best live here to it. Yeah. Swaddling Claw. Genau. Andere Anziehsachen vielleicht, Cabbage. Was ist mit dir? Können wir mit dir reden? So, what's the gossip on the streets? I hear Bill Shakespeare's new play is about a Moorish soldier who kills his wife in a fit of jealousy. Sounds right up my street. Have you seen Charlie? He was taking care of his sister, but I've not seen him around for a couple of days. Maybe Barnaby knows where he is. Where can I find Barnaby? Barnaby? That wretched pickpocket. He'll be around here somewhere. Just jangle your coins and he'll show up. Okay. Das Problem ist nur, wir haben kein Geld aus dieser Zeit gebraucht. So, what's the gossip on the streets? I ain't got time for gossip. I guess the conversation is too much to ask for. Ja, ja. Irgendwie kommen wir eben gerade nicht wirklich weiter. Hauptsache. Oh, what's the gossip on the streets? I ain't got time for gossip. Oh, ja, ist auch gut. Hauptsache, sie können hier Leute erhängen. Wundervoll. Wundervoll. So liebt man doch London, so will man doch London. Irgendwas übersehe ich eben gerade. Irgendwas Wichtiges, wie das da zum Beispiel. Claypipe. Okay. Nee, irgendwas anderes Wichtiges übersehe ich. Ich weiß nur eben gerade noch nicht, was ich übersehe. Ich meine, ich habe ja schon so eine gewisse Ahnung, was ich tun könnte. Aber dafür fehlen mir die richtigen Utensilien. Ja, hier finde ich sie anscheinend nicht. Toll. Ja, wir müssen den kleinen Jungen davon überzeugen, dass wir eigentlich nichts mit der Pest zu tun haben. Warum auch immer wir so aussehen, als würden wir die Pest an uns haben würden wollen tun. Was hat das hier mit diesen Blumen auf sich? Die sind so zu offensichtlich. Ah. A pocket full of these pretty flowers may help us the stench of this place. Okay, wir haben jetzt Bergamot und wir haben Lavender. Warte mal, kann ich die vielleicht kombinieren miteinander? I'd rather not to do that. Ja,
Okay, das funktioniert also auch nicht. Hier hinten war der Ausgang gewesen. Oh, da ist noch eine schöne Pflanze. A few of these sweet smelling leaves might mask the smell of this place. Ich muss sie hundertprozentig in irgendeiner Art und Weise zusammenmischen oder so was. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum ich hier dauerhaft am Pflanzen sammeln bin. Weil so einen grünen Daumen hat jetzt die liebe Amy, glaube ich, auch nicht. Schon wieder was Komisches gehört. Ich erwarte ja eigentlich jede Sekunde hier irgendwo die Silence wieder zu treffen. Ja, da hinten. Nichts, gut. Warte mal, wenn ich jetzt die drei miteinander kombiniere? Nein. Kann ich gar nicht. Ich kann maximal nur zwei miteinander kombinieren. Das ist auch nicht so prickelnd wie gedacht. Wie überzeugt man einen kleinen Jungen, wenn man kein Geld hat, davon, dass man nicht, nicht die Pest hat? Wie? Wie würde dir jemand überzeugen? Ich meine, ich würde ihn übers Knie legen, sagen, ich hab die Pest nicht. Ich weiß es nicht. Wie überzeugt man einen kleinen Jungen in diesem Zeitalter von sowas Schwierigem? Ich meine, ich würde mich hinstellen und sagen, ich hab die Pest nicht, aber auf die Idee kommt Amy anscheinend nicht. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal aus. Nein. Jetzt reicht's. Chopsticks in die Nase stecken. Na, oder auch nicht. Versuch was wert. I told you, miss, I ain't talking to no strangers what might have the plague. Ich habe den nicht. Trust me. I'm the doctor's assistant. Warum glaubt ihr das überhaupt? Sieht Amy so schlimm aus, so schrecklich, so grauenvoll? Ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Aber anscheinend ja doch. Ja. Okay. Hat das hier mit? Kann ich nicht aufheben. Davon haben wir schon was gesammelt. Ich hätte jetzt noch eine Idee, aber ich glaube nicht, dass die... Just need to mix them all up and crush them a little to release the perfume. Aha, wir kriegen ein Parfüm. Das ist ja schon mal nix. Ja, doch ein bisschen was. There we go. One sweet posy for your delicate, pretty young nose. Da. Okay, ist leer. Vielleicht. Auch wenn es mir eben gerade vom Sinn her nicht ergibt, warum. Aber man weiß ja nicht. Here. Take this posy. Can we talk now? Oh, thanks, miss. Maybe you ain't got the plague, but you got a downright strange accent, and you can't be too careful. Redest du jetzt mit mir oder nicht? What do you want to know? Charlie. Hey, I hear you're a friend of Charlie. Can, you help me find him? I don't know where he is. Last I saw him, he reckoned he'd found a way into the Green Lady's house. Said something about some big tunnels near Parliament, and treasure there up for grabs. I don't know how right he was, but he was desperate to find a way of helping Annie. Asked me to look after her while he was away. I ain't seen him since. Okay, also er ist schon mal, ja, die Tunnel, die kennen wir ja schon mittlerweile. Wir müssen den Weg also irgendwie in das Haus der Green Lady finden, so, weiß nicht. That's got to be so hard. How do you manage? Well, I've done all right. When my mom and dad passed on with the sickness, I got sent to the parish. It's what happens to kids when their folks go. But there's nothing for me there, so I ran away
and ended up on the streets. But I'm quick. People never catch me. So I'll make enough to get by. A young boy like you shouldn't be pickpocketing and stealing. It's wrong, and it's dangerous. Of course it's dangerous. And I'll be in trouble if the watch catch me. I'm fit to work, you see. So if they find me, it'll be a flogging. They're sent back to my parish. The poor laws ain't kind to folks like me. But they've got to catch me first, haven't they? That's awful. You're too young to be living on the streets. You should be at school. Isn't there one you could go to? School, miss? Not me. Ja, ein Waisenkind, 1605 davon überzeugen, nicht auf der Straße zu leben. Amy, du hast dir was vorgenommen. But you've got to have an education. There must be somewhere you can learn how to read and write. I ain't got the money for no school, miss. Like my folks couldn't send me to petty school when I was young. Anyway, letters and stuff. They're for the toffs and churchmen. And even if I did get into one of them free grammar schools, how would I make money to eat and stuff? Das ist ein Argument. Ein sehr gutes Argument sogar. So, let me get this straight. Green Lady's so-called house, big tunnel near Parliament, missing Charlie. Oh, I hope the doctor can make sense of all this. Here we go, sir. It's around that corner. Excuse me if I don't accompany you. After my previous experience, I have little stomach for sorcery. Verständlicherweise, aber wie wir dieses Portal schließen und im Gunpowder-Plot ein bisschen vorankommen, seht ihr erst in der nächsten Folge von Dr. Wu's Adventure Game. Ich bin euer Lord 986. Bis dann.